Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit Hilfe der partiellen Integration oder manche nennen es auch Produktintegration ein Integral berechnen kann, das auf den ersten Moment gar nicht integrierbar scheint. Ihr wisst ja, das Problem bei Integralen ist oft, im Gegensatz zum Ableiten, ist es immer sehr, sehr schwierig und sie müssen eigentlich immer eine gewisse Gestalt haben, um so etwas durchzuführen. Man muss natürlich mal substituieren oder eine Partialbruchzerlegung durchführen. Oder was man sich hier machen kann, ihr seht, hier haben wir eigentlich ein Produkt aus zwei Termen. Wir haben x und wir haben e hoch x, das sind beides Funktionen. Und ihr wisst ja vom Ableiten her, beim Ableiten haben wir ja, wenn ich f von x sei u von x mal v von x. Also wenn ich so eine Funktion habe wie hier und ich möchte die ableiten, dann gilt ja f' ist u' mal v plus u mal v'. Ich habe jetzt die Abhängigkeit von x immer weggelassen. Dann müsst ihr immer stehen von x. Aber ja, versteht es auch so. Nun schauen wir uns das hier einfach mal an und überlegen uns, was passiert, wenn ich beide Seiten einfach integriere. Dann steht hier natürlich, das Integral von f' dx ist gleich das Integral von u'v plus uv' dx. Ich habe jetzt hier keine Integrationsgrenzen eingesetzt, weil die sind vollkommen beliebig. Sie müssen nur hier und auf der linken und auf der rechten Seite einfach gleich sein. Dann könnte jetzt überall von A bis B stehen. Aber auch das ist eigentlich für den Beweis und die Herleitung hier recht uninteressant. Wir können es also direkt weglassen. Was sehen wir hier? Denn wir wissen ja, dass die Stammfunktion von f' einfach f selber ist. Das heißt, hier steht nichts anderes, als dass wir f auswerten müssen an der oberen oder unteren Grenze. Das heißt natürlich, das ist immer noch gleich wie hier drüben. U'v, das teile ich dieses Integral einfach auf, ist eine Summe, das darf man ganz einfach so machen. Dann steht noch das hier da. F ausgewertet an den unteren und oberen Grenzen, also AB, ist das Integral von AB von U'v dx plus das Integral von UV'. Nun wissen wir aber, dass F nichts anderes ist als U mal V. Also steht hier, uv ist gleich das eine Integral plus das andere. So, und was wir jetzt machen, wir bringen das eine Integral noch auf die andere Seite und so erhalten wir das Integral uv'dx von a bis b ist gleich, also ich habe von diesem uv ausgewertet an den Grenzen a und b. Einfach nur das andere abgezogen, sprich diesen Term hier. Minus das Integral von a bis b von u'v dx. Natürlich u und v immer von x. Und mit dieser Formel zeige ich euch jetzt, wie man so ein Integral hier drüben berechnen kann. Also das möchten wir hier ausrechnen. Was machen wir da? Wir müssen erstmal schauen. Ihr seht ja, hier steht u mal v'. Das heißt, ich dürfte ja, das ist ein Produkt, auch die Reihenfolge hier umtauschen. Ich muss es so haben, dass das hintere eine Ableitung ist, von dem ich die Stammfunktion recht leicht erkenne. Und wir brauchen im Weiteren ja auch u'. Das heißt, der vordere Term sollte auch der sein, der leicht abzuleiten ist, da irgendwas Schönes rauskommt. Und da sehen wir, dass es genau die richtige Reihenfolge ist. Wir wählen also u sei x, denn dann ist u' 1. Ist ja wunderbar. Und v, dann würde ich sagen, v' ist schon automatisch e hoch x. Das haben wir auch abgelesen. V' ist e hoch x. Und naja, e hoch x aufleiten, eine Stammfunktion von e hoch x finden, naja, das ist einfach e hoch x. So, das heißt, wenn wir das jetzt anwenden, wir wenden jetzt diese Regel an. Also, das Integral von 0 bis 1 von x mal e hoch x dx ist gleich u mal v x mal e hoch x ausgewertet an den Grenzen 0 und 1 minus das Integral von 0 bis 1 u' mal v u' ist 1, v ist e hoch x. Dx.
Und ihr seht, das Integral von e hoch x, das können wir jetzt berechnen. Ist wieder ganz einfach zu machen. Wir haben es uns also hier recht einfach gemacht, das Integral zu lösen. Manchmal liegt man da auf dem falschen Weg und es ist recht schwer, das Richtige rauszufinden, aber in dem Fall hat man Glück. Nun, also lassen wir das mal so stehen. Minus, hier Stammfunktion von e hoch x ist e hoch x, ausgewertet an den Stellen 0 und 1. Und nun fangen wir einfach mal an. Obere Grenze einsetzen. 1 mal e hoch 1, das ist e. Minus, also 0 mal irgendwas, nein, das ist natürlich 0. Minus e hoch 1 ist e. Minus e hoch 0 ist 1, also das hier. E, minus minus 1 gibt natürlich 1. Das heißt, dieses Integral hier oben, das so kompliziert aussieht, hat die Richtung 1. Nun, schaut euch aber die anderen Aufgaben bei uns auf der Homepage an, die anderen Möglichkeiten, Integrale zu berechnen, weil ihr habt nicht jedes Mal ein Produkt da drin stehen. Vielleicht auch eine gebrochen rationale Funktion oder sonst etwas ähnliches. Also schaut euch die anderen Möglichkeiten an, denn das führt nicht immer zum Ziel und bleibt uns einfach gewogen.